Hallo liebe Eltern, ein liebes Hallo alle da draußen, die uns heute wieder zuschauen. Thema ist heute, werden Kinderschuhe noch teurer? Bleiben sie bezahlbar? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Ein liebes Hallo an unsere Schuhwidu-YouTube-Fangemeinde da draußen. Auch diesmal wieder ein tolles Thema, ernstes Thema, muss ich sagen. Auch deswegen anstandshalber etwas dunkel gekleidet. Und zwar geht es um die Preisentwicklung im Allgemeinen. Ich meine, jeder weiß, der heutzutage einkaufen gegangen ist, die Inflation steigt. Wir haben nicht mehr das Geld, was wir noch vor einem Jahr noch im Portemonnaie hatten, haben wir auch heute noch zur Verfügung. Und da fragen sich natürlich auch wieder viele Eltern, was passiert mit den Preisen bei den Schuhen? Insbesondere bei den Kinderschuhen. Da kann ich jetzt für viele unserer Lieferanten sprechen. Da muss ich sagen, da hat sich seit einem Jahr so gut wie gar nichts getan. Also die Schuhe, die wir ja einkaufen, die ich einkaufe, ordere ich immer ein halbes Jahr vorher. Das heißt, in den seltensten Fällen ist uns im Nachhinein wirklich noch ein Zuschlag mitgeteilt worden, der also dann Schuhe eigentlich teurer machen würde. Was aber nicht geschehen ist, muss ich eindeutig so sagen. Es gab von einem einzigen Lieferanten nur einen Hinweis, dass ich sozusagen eine Transportpauschale von 3% bezahlen musste, die sich jetzt aber nicht im Preis niedergeschlagen habe, weil wir haben ja eine gewisse Kalkulationsspanne zur Verfügung. Und da muss ich sagen, da verzichte ich dann auch mal gerne auf die 3%, nur um die Preise sozusagen beizubehalten. Und so geht es im großen Teil natürlich auch unseren Lieferanten. Das heißt, wenn wir also Schuhe ordern, ist das ein Vertrag. Da steht also auch der verbindliche Einkaufspreis mit drinne. Der setzt sich zusammen aus den Produktions- und Transport- und Verpackungskosten. Und die versuchen die Händler natürlich dann auch so oder Produzenten an uns Händler weiterzugeben, sodass da keine großen Sprünge entstehen. Wir wissen von vielen Lieferanten, die also sozusagen auf ihre Gewinnmargen im Grunde genommen verzichtet haben, weil wer es mal beobachtet oder mitgehört hatte, es gab da ja in den letzten Monaten extreme Schwankungen in den Liefer- und Kalkulations-, also in den Lieferkosten, in der Lieferbeschaffung, gerade wenn es sich jetzt um Ware aus Übersee handelt oder die einen längeren Produktionsweg vor sich haben und nicht einfach nur mit der Post oder mit dem LKW verschickt werden können. So, sobald da Schiffe und Container mit ins Spiel kommen, da gab es ganz extreme Preisschwankungen in den letzten Monaten. Aber die liegen schon wieder hinter uns. Momentan ist es also so, dass so auch dort wieder die Preise sinken und dass wir also der Meinung sind, so wie die Preise jetzt sind, da wird sich nicht viel groß ändern. Also ich sag mal, der Schuh, der jetzt von mir im Frühjahr wieder gekauft wird, wird auch zu dem Preis dann für den Herbst-Winter im Angebot stehen. Es sei denn, es kämen jetzt noch extreme Veränderungen mit zu. Generell muss man aber immer sagen, eine leichte Preiserhöhung wird sich auch hier im Schuhhandel nicht vermeiden lassen. Dennoch, man weiß ja immer, die Schuhe sind super von der Qualität, die sind super vom Material, die haben höhere Gebrauchswerte als, ich sag mal, das sogenannte Nebenprodukt oder No-Name-Produkt bei Chibo, Aldi und Discounter und Co. Sondern hier habe ich natürlich ein tolles, hochwertiges Produkt, was ich natürlich auch noch an mehrere Kinder oder Kinderträgerinnen sozusagen weitergeben kann. Damit muss ich sagen, tut sich natürlich der erste hohe Anschaffungspreis irgendwann mal revidieren. Also ich kenne es von vielen unserer Kundinnen, die zwei oder drei oder mehrere Kinder haben. Dann wird der Schuh mal mitgebracht, wir schauen uns das zusammen an und dann wird festgestellt, passt der oder passt der nicht. Also in dem Sinne muss ich sagen, wenn ein Schuh über mehrere Kinder auch noch weitergegeben wird, habe ich natürlich auch da wieder einen unheimlichen Nutzen und einen guten Vorteil darin. Das schaffe ich aber auch nur mit einem guten Produkt. So, und da sollte sich jeder klar sein, so einen tollen Schuh aus tollen Materialien in einer hochwertigen Verarbeitung bekomme ich nicht für einen Apfel und ein Ei. Hören es leider auch immer wieder sehr oft, oh, sind die Schuhe bei Ihnen teuer und so viel kosten ja nicht mal meine Schuhe. Ja, ist halt so.
Man muss ja auch mal sehen, ich sag mal, es wird bei den Kinderschuhen ein viel höherer Aufwand betrieben, die natürlich dann auch diesen Preis rechtfertigen. Und wir haben super tolle Lieferanten mit tollen Ledern, hochwertigen Ledern, wo man das auch wirklich im Gebrauch und im alltäglichen Umgang mit den Schuhen natürlich auch spürt. Es ist wie überall, wenn der Nutzen für den Kunden nicht da wäre, würde keiner diesen höheren Preis für die Schuhe ausgeben. So, und damit hoffe ich doch, dass ich damit einigen Eltern die Bedenken nehmen konnte. Also wie gesagt, die meisten Lieferanten, bis jetzt gab es in den letzten zwei Jahren, muss man einfach so sagen, keine Preisanstiege drin. Es kann vielleicht zu den ein oder anderen kleinen Obolus dazu jetzt in den nächsten Tagen kommen oder Wochen und Monaten, was wir jetzt noch nicht wissen. Aber generell haben wir es auch als Händler in der Hand, was wir sozusagen erhöhen oder was nicht. In diesem Sinne, wieder eine Information mehr für unsere Eltern und wir freuen uns auf einen nächsten Besuch bei euch im hochwertigen Kinderschuhgeschäft. Bis dahin!